in diesem Rennen in ähnlicher Weise widerspiegelt. Es würde mich überraschen, wenn Brosen und Skippers hier eine Rolle um den Laufsieg spielen. Ich bin gespannt, wie sich Brian Tyson präsentiert. Noch einmal die Ausgangslage. Tatjana Tschernova sollte tunlichst gewinnen oder vor den anderen Aspirantinnen bleiben. Sie braucht 5 Sekunden 25 Vorsprung auf Tyson. Auf die beiden Niederländerinnen braucht sie für Platz 2 1,8 Sekunden und für Platz 3, für Platz 2 4,1. Das kann sie schaffen. Also Brösen und Skippers sollte sie so weit im Griff haben. Am ehesten wird es wohl der Blick jetzt gehen auf die in grün gekleidete Brian Tyson und auf die großgewachsene Tatjana Tschernova. Los geht's. Zwei Runden noch, dann kennen wir die Siegerin von Götzis. Wird es zum zweiten Mal Tatjana Tschernova nach 2008 oder wird es die erste kanadische Siebenkampfsiegerin mit der Debütantin in Götzis, Brian Tyson? Oder schafft eine der beiden Niederländerinnen eine Sensation? Denn das wäre es wohl, wenn sie da jetzt noch über den 800-Meter-Lauf aufholen. Vorneweg Jana Maksimova, auch eine sehr gute 800-Meter-Läuferin. Die ist aber bekannt dafür, dass sie mal die erste Runde angeht. Schneller als jede andere. Dahinter Tschernova und Brian Tyson. Ganz klare Sache, Tyson darf den Abstand zu Tschernova nicht zu groß werden lassen. Dann verteidigt sie die Führung. Maxima war vorne, kämpft um ihren zweiten Disziplinensieg nach dem Hochsprung, aber die ist noch nicht durch. Durchgangszeit schwach eigentlich, 64, und die anderen sind noch ein Stück weiter zurück. Aber die Zeit ist jetzt nur indirekt wichtig. Der Abstand entscheidet. Noch ist Brian Tyson klar dran an Tschernova und noch ist sie jetzt die Siegerin von Götzis. Und wenn jetzt nicht der Endspurt der Russin in Kürze folgt, bleibt das Ganze auch so. Dann kann Ashton Eaton daheim am Livescore in Oregon einen Luftsprung machen. Hoffentlich nicht zu viel. Sollte die Wade schützen, die leicht verletzt ist. Und Brian Tyson hat soeben Tatjana Tschernova sogar überholt. Sie macht von vorne weg die Kanadierin, die 24-Jährige. Toller Einstand hier in Götzis für sie. Bis jetzt der größte Erfolg. 2007 die Pan Am Games gewonnen, aber sonst nicht viel. Der Laufsieg wird an Jana Maksimova gehen. Aber der Disziplinensieg an Claudia Rath, das alles nebenbei. Aber die Siegerin von Götzis 2013 im Siebenkampf heißt definitiv Brian Tyson, die hier als Zweite vor Tatjana Tschernova ins Ziel kommt. Zeit 2:17, schwach, aber egal. Sie gewinnt den Siebenkampf definitiv. Warum sie da alle so langsam sind, unerklärlich. Aber sie war vor Tatjana Tschernova. Und damit hat sie es definitiv gewonnen. Die Punkte kann ich Ihnen in Kürze sagen, wenn die offiziellen Zeiten da sind. Aber der Sieg geht an Brian Tyson. Tatjana Tschernova könnte es noch geschafft haben, Zweite zu werden. Das wäre das vierte Mal ein zweiter Platz. Diesmal nicht hinter Jessica Ennis, sondern hinter der Kanadierin. Dauert leider ein Weilchen, bis die offiziellen Zeiten kommen. Wir haben es schon in den Läufen davor erlebt. Die offizielle Zeitnehmung möchte sich da keinen Fehler erlauben, obwohl es jetzt im 800-Meter-Lauf jetzt nicht unbedingt auf jede Hundertstelsekunde ankommen würde. Ja, das ist die Siegerin. Glückwunsch nach Kanada, Glückwunsch nach Oregon zu Ashton Eaton und seiner Trainingsgruppe. Brian Tyson, neues Gesicht, neues Siegergesicht. Gratulation. Sie schafft es ohne persönliche Bestleistung. Denn die 2:17, die sie da in etwa gelaufen ist, werden keine 6.400 Punkte sein. Also da ist noch weniger zum Sieg nötig gewesen.
Und die beiden Niederländerinnen, das ist auch klar, haben keinen Rekord aufgestellt. Da wäre Zeit um 2.10 und 2.12 notwendig gewesen. Interessant wird es auch für Kira Biesenbach. Die hätte 2.17.7 laufen müssen für das WM-Limit. Und die war bis jetzt so toll unterwegs, die 20-jährige Deutsche. Aber durch das verbummelte Rennen, anders kann man das nicht bezeichnen, hat es für manche jetzt eben nicht gereicht, eine gewisse Punktezahl zu schaffen, die man sich vorgenommen hat oder die man gebraucht hätte. Der Sieg steht fest, Brian Tyson gewinnt, der zweite Platz noch nicht. Ja, schade, dass das jetzt leider extrem lange dauert. Das ist ärgerlich. Nächstes Mal müssen wir doch wieder die Handstoppung auspacken, wenn das so weitergeht. Denn